Das ist der Love Train. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Adventure in der Minecraft-Version 1.0. Ja, ihr merkt ja, ich nehme ein Adventure eigentlich relativ neu immer auf. Und da Minecraft jetzt offiziell draußen ist, habe ich mir gedacht, ne, holst du dir mal einen neuen Patch. Minecraft läuft gerade mit 2 Frames. Weil es kann. So, jetzt nicht mehr. Und, oh, das sollte ich wahrscheinlich nicht ausschlagen, aber es hat mich gestört. So, die Map heute ist von I Will Have a Look. Übrigens habe ich keine anderen Mods mehr drin, also, ne. Wenn ich jetzt total verkacke, muss ich auf die alte Version wieder umsteigen, aber ich hoffe mal nicht. Die Map ist von German Razor Productions. Der heißt nicht so. Man kann keine Leerzeichen im Namen haben. Moment, YouTube. Der hat mir erst gestern wieder eine PN geschickt, wann seine Map denn endlich kommt. Nein, ich habe sie nicht vorgezogen, sie war an der Stelle wirklich. So. Er heißt Gear Razor Productions, zusammengeschrieben. Warum schreibt... Ich habe doch gesagt, man sollte seinen Namen richtig in den Titel schreiben. Ne, 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 jetzt verbessere ich es gerade hier mitten in der Aufnahme. Gear Razor Productions, genau. Und die Map heißt Gangster Oma und Murder Klo. Und wir haben hier ganz viele Textdateien noch irgendwo rumliegen. Die sind hier irgendwo in einem Ordner gewesen. Ah, da, genau. Da ist ein Dialog, da ist Start. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier zuerst wann wo lesen muss. Aktiviere die Monster, bis du im Nether bist. Dann kannst du die Monster deaktivieren. Horst besucht seine Oma, aber muss vorher noch auf sein brandneues Klo. Okay, ich aktiviere einfach mal die Monster. So. Hier stehen die Regeln wahrscheinlich. Don't destroy irgendwelche Blocks. Du darfst Eisenblöcke kaputt hauen. Mein Englisch ist gut. Nicht zu viel cheaten. Ich mag Kekse. Das ist der Love Train. Der kann sich Neidiamantenwand leisten, aber kein gescheites Haus. Schäm dich, Horst. Levelgrenze. Ha, 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 ha. Unser Klohäuschen, ich muss mal fett einen in die Schüssel donnern. Und zwar ich, bevor ich zu meiner Oma gehe. Nur ein Schwein trinkt allein. Entering the Klohaus. Ab 1.9 bewegen sich die Schneemänner. Nicht wirklich. Ich will einen Schneemann. Ich habe noch nie einen Schneemann gebaut. Yay! Schneemann, Schneemann, Schneemann. Ah, den Schalter darf ich nicht haben. So. Blumen sind männlich. Ach Gott. Was steht hier noch? Hier spricht das Würstchen. Mach dich bereit auf Gulasch. Okay. Angst. So, wir nehmen uns auf jeden Fall mal die Rüstung hier. Leder und Kettenrüstung gemischt. Und kletter mal hier hoch. Guten Tag, werte Spielerin. Story Horst macht was... ich glaube, sie hätten hier anfangen sollen. Egal. Story, Horst wacht eines Morgens auf und denkt sich, komm, heute besuche ich meine Gangster-Oma. Die freut sich immer, wenn ich vorbeikomme. Lies Startext. Na super, lässt mich da unten hier an der falschen Wand spawnen. Ja, Startext habe ich schon gelesen. Es ist, aktiviere die Monster, bis du im Nether bist, dann kannst du Monster deaktivieren. Horst besucht seine Oma, muss vorher aufs Klo. Gut. Das ist eine Random-Wand also. Und dann gehen wir nochmal aufs Klo. Oh nein, ich bin in die Toilette gefallen. Das passiert mir immer wieder. Wie Obelix. Bei Asterix und Obelix. Oh mein Gott, ein fettes Klo. Wieso wusste ich das nicht? Ich bin vorher noch nie aufs Klo gegangen. Egal. Ich muss zu meiner Oma. Aufs Klo muss ich jetzt scheinbar nicht mehr, nachdem ich hier runtergefallen bin. Zack. Setze die Zahlenreihe fort. 2392072323. Schauen wir mal so. 239 239 207. Wieso öffnet sich dann die Tür hinter mir? Angst? Wieso öffnet sich dann die Tür? Da kommt nur Lava runter. Da kommt nur Lava runter. Da passiert nichts. Wie dumm, man muss den Schalter auch noch dazu umlegen. PDF. Hat irgendwas mit dem Redstone irgendwie falsch verkabelt. Und ich höre die ganze Zeit irgendwie TNT. Egal. So. The cake is a lie. Oh nein. Zombie-Hände.
Nehmen wir jetzt einfach mal ein Stack mit. Und zurück kommen wir auch nicht mehr, falls wir das vergessen haben. Seit wann habe ich ein Mörderklo? So ein Mörderklo, meine ich. Weiß ich nicht. Ich find's nicht sehr mörderisch gerade. Aua. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit Zombie enden soll. Ich setze mich. Aua. Oder über. Ich habe ein Steinschwert. Aua. Ist so gefährlich, Alter. Hey, zünd dich mal. Danke. Hey, ich sagte zünden. Danke. Verlieren die Gegner jetzt Blut? Habe ich gerade Blut aus den Creeper fliegen gesehen? Egal. Ist wahrscheinlich noch weniger. So, habe ich weggecrittet. Ach, da unten fühlt sich halt so eine Levelleiste. Sagen wir so, ich habe nie mit diesen Pre-Versionen gespielt. Egal. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Falls ihr es sehen könnt. Wenn nicht, dann seht ihr es halt nicht. Aber ja. Und dort oben erwartet uns Licht, dass wir wieder was sehen. Und eine Bücherei. Hopp. So. Wip, Save Point. Oh mein Gott, die Tür ist weg. Oh. Oh nein. Hätte das nur gedacht. Da sind zwei Türme aus Lava mitten in der Landschaft. Okay. Da sind Öfen, die leer sind. Eine Truhe mit 14 Stöcken. Nochmal eine Lederrüstung. Lies Dialogtext. Horst kommt in die Wohnung seiner Oma. Oma. Ah, hallo, mein Junge. Ich hab dich schon erwartet. Horst. Oma, hi, wie geht's dir? Oh Gott, da gibt's ja sogar noch einen dritten. Detlef kommt im Zimmer. Oma sieht ihn nicht. Oma. Mir geht's gut, aber dir nicht mehr. Oma zückt ein Maschinengewehr und knallt Horst ab. Detlef nimmt ein Brett und zieht es ihr aus Rache über den Kopf. Oma macht einen Superjump und schreit. Muhahaha, du wirst mich niemals kriegen. Detlef. Komm zurück, du alte Ziege. Detlef will den Tod seines Bruders rächen und will ihr hinterherrennen. Ich bin tot? Oh, okay. Hi, ich bin Detlef. Ich habe einfach die Kleidung von meinem Bruder angezogen. Hi. Bitte, nein, okay. Warum müssen sie immer springen? Irgendwann landen sie auf etwas, und das genauso wenig nachgibt wie sie. Ich sammle da nicht alles auf. Johnson, 2552. Okay. German Razor Productions, 2010 bis 2011. Was, wenn sie versagen, Cortana? Werde ich nicht. John, 2005. Okay. Vielleicht sind es Anspielungen, die ich nicht kenne. Aber ich glaube, hier muss ich mir eine Leiter bauen. Das sieht sehr offensichtlich danach aus. Fände ich mal schön, dass ich endlich mal erkenne, wenn ich mal was bauen muss. Nicht wie sonst immer... Leiter setzen kann ich auch nicht richtig. Zack. Da ist eine Tür dahinter. Das heißt allerdings, wenn eine... Achso, das ist noch eine offene Tür. Okay, dann sage ich nicht. Ich dachte, du musst schon kaputt schlagen. Und wie sollen wir da hier da reinkommen, wenn es in der Luft fliegt? In der Waffenkammer habe ich... ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Ich verstehe langsam die Sätze nicht mehr. Ich bin sehr geistig verwirrt. Egal. Schauen wir einfach mal, ob hier in den Ecken vielleicht was versteckt ist. So da oben oder so da oben oder... Nö. Dann gehen wir weiter durch dieses schöne Baumhaus, wo wir herkommen aus dem Haus unserer Oma. Und... Ach ja, wir verfolgen ja noch Oma, weil sie unseren Bruder... Horst umgebracht hat, der nachdem er auf dem Klo war, Oma besucht hat. Nach 5 Fels darf man den Sand of Time benutzen. Ach süß. Ich habe aber keinen Sand of Time mehr. Das finde ich eine schöne Beschreibung für meinen scheiß Cheaten immer. Sand of Time. Jetzt habe ich aber selber gesagt. Sie gleiten durch die Luft wie ein Adler. Ein fetter Adler. Portal 2. Das Zitat habe ich mal verstanden. Ich glaube, die anderen Cortana ist irgendwas mit Dingsy-Bumsy. Halo. Halo, genau. Halo habe ich nie gespielt, aber es hat Cortana kommt aus Halo. Das weiß ich noch. So, da stand gerade Mate mit so einem Royal-Texturen-Pack, aber ich habe eh das epische Kronk-Texturen-Pack. Okay. Rip Ryan Dunn. Alive, Travis, Pastana, Chris Angel, Johnny Knoxville. Dead or Alive, V-Man. Theorien um Wiemanns Tod. Er wollte eine Bowlingkugel köpfen. Er ist aus seinem Flugzeug gesprungen und hat ein Zelt als Fallschirm benutzt. Er hat einen Löffel Salz gefressen und ist dabei umgekippt. Okay. Achtung, Insider. Beware of the bats are evil.
Das heißt hier Insider. Das verstecke ich ja sogar. Das ist wahrscheinlich darauf gemeint, dass das Spiel hier brutal leckt und dass die Schilder irgendwie nicht mehr stehen, weil schon ein Gast irgendwann mal dagegen geschossen hat. Das Bett im Nether explodieren, wahrscheinlich. Boah, was leckt es denn hier im Nether so? Notch, what have you done mit Minecraft? Rollt dein Ball um die Ecke und fällt um. Oh nein, ich sehe Pigment-Zombies durch das Glas. Werde ich wohl besser den richtigen Weg durch das Labyrinth gehen. Wohin muss ich denn? Wohin muss ich denn überhaupt? Ohne zu wissen, wo lang man muss, ist ein bisschen... Ich glaube, dahinter in die Ecke, oder? Ist da überhaupt ein Durchgang? Nö. Dann versuchen wir mal zu den Redstone-Fackeln zu kommen mit 11 Frames. Jetzt gerade weh. Hallo. Hallo. Geh mal weg. Geh mal weg hier. Muss hier durch. Zack, danke. Ja, ja. Süßes Schweinchen. Hier ist ein Weg. Tschüss. Gut. Die waren ja nicht so ein großes Problem. Hier ist eher noch ein Labyrinth, aber diesmal ohne Glas. Nein, das ist kein Labyrinth. Hier kann man ja einfach gerade durchlaufen. Ich wüsste allerdings, wo ich hin muss. Oh, okay. Ja, ich hab's geschafft. Was ist das für ein geiles Labyrinth? Der Bau muss echt eine geile Sau sein. Ja, ist überhaupt nicht eingebildet oder so. So, weiter geht's hier. Das muss ein... Was? So, ich musste kurz unterbrechen, weil... Was kurz unten nachschauen musste, Tür hat geklingelt und so. Das muss der geheime Atombunker meiner Oma sein. Suche den Schalter im Labyrinth. Ernsthaft, du schickst mich aus dem Nether raus und dann schickst du mich wieder in den Nether rein, damit ich in dem Nether nochmal nach einem Schalter suche. Na gut, soll mir recht sein. Ich muss ja nur immer wieder zurück und wieder her und... Das kannst du ja gar nicht kacke versteckt haben. Soll ich einen Schalter suchen? Mensch. Das ist wahrscheinlich genau in der anderen Ecke hinten. Genau hier irgendwo. Oh, 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 überhaupt nicht durchschaubar. Oh, 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 okay. Und wieder zurück. Man kann das Inventar gar nicht aufrufen, wenn man in dem Nether-Dings drin steht. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ja, ja, okay. Zack. Lies Ende Text. Ende. Detlef kommt in den supersicheren geheimen Atombunker seiner Oma. Detlef. Oma. Warte, wie hat... Was für... Oma, wo bist du? Oma. Ich bin hier in dem Steinblock. Ich habe mich aus Versehen selbst eingeschlossen. Detlef denkt sich einen Plan aus, der mit TNT zu tun hat und jagt seine Oma in die Luft. Detlef macht klug! Oma? Meine Oma sind nur noch Steine meiner Oma sind übrig. Ich gehe in den Kreditsraum. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ach, das ist hier von mehreren Leuten. Schön, dass er das einfach sagt. Ja, ich habe die alleine gemacht. Okay. Fox 6353. It's Freshy Razor. German Razor Productions. L2P. Ich hab's doch geschafft, ohne zu sterben. Knapp. So. Gut. Das war's von dieser Map. Ich habe auch noch eine neue Bewertungsmap bekommen. Die schauen wir uns doch jetzt gleich mal gemeinsam zum Aua, Beine gebrochen, an. Und... Hey, warte, der Minecraft-Charakter macht gar nicht mehr... Sondern jetzt... Ich will nochmal. Ach, egal. Okay, wir sind uns gleich auf der Bewertungsmap. Bis dann! So, hier ist die neue Bewertungsmap. Die ich geschickt bekommen habe. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe nur noch die... Weiß, dass ich... Egal, ich weiß es gerade nicht. So, ich weiß, dass diese... Ich weiß gar nicht, was ich dieser Map geben soll, um ehrlich zu sein. Die Story war sehr... Hier, ein bisschen seltsam. Schwer habe ich jetzt gerade nichts gefunden. Das war eigentlich nur ein Jump am Rand. B. Ein B. Und einfach, weil ich die Zahl test. Ein B plus. Weil die Story seltsam war. Ich bin sehr von der Benotung, ich weiß. Gibt's hier auch ein Ding?
Aua. Z. Oh, genau wie auf der anderen Map. Was haben die immer nur? Wieso nicht ein ZM? Oder ein ZY? So, als erstes brauchen wir da. Ja, und dann gehen wir da rüber und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Zombie. Und da schauen wir noch mal kurz noch. Ist es hier irgendwo? A, B, C, D. Und da oben wäre ganz viel Redstone, wie es gebaut hat. Okay, egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.